Hyundai hat die Herzen vieler Petrolheads gewonnen, indem sie 2017 den i30N rausgebracht haben. Ein sympathischer Turnschuh zu volksnahen Preisen. Mit einer sportlich frischen Optik, frechen Sound, flinken Kurvendribbeln und einer ordentlichen Portion an Performance. Und das Ganze zu Preisen, die weit unter dem GTI-Niveau liegen. Aber damit ist jetzt Schluss. Der i30N, den viele lieben und leben gelernt haben, wird eingestellt. Aber da ist jetzt ein neuer. Die Rede ist vom neuen IONIQ 5N. Und dieses Auto soll bei echten Petrolheads dafür sorgen, dass sich die Nackenhaare aufstellen. Mal abgesehen davon, dass der normale IONIQ schon so aussieht, als hätte ihn Doc Brown höchstpersönlich ausgepupst, hat Hyundai ihn nun auf ein N-Fitnessprogramm geschickt. Wir haben natürlich die geballte N-Optik einmal außenrum, wie zum Beispiel der rote N-Gürtel mit N-Logo. Das war auch schon mal besser. Natürlich eine aggressive Front. Mit aktiven Luftklappen, damit deine ganzen Innereien es kuschelig kühl haben. Und besonders am Heck ist echt was los. Aber neben den typischen Pac-Man-Rückleuchten, einem Spoiler, Spoiler-Alert, und diesem riesen Diffusor, monströser Diffusor für ordentlich Abtrieb, haben wir so ein paar nette Details, wenn man genau hinguckt. Einmal Checkered Flag Reflektoren links und rechts und deine dritte Bremsleuchte im Heckspoiler integriert. Ähnlich wie beim i30, bloß beim i30 ist es eine Pyramide und hier beim IONIQ 5N ist es ein V. Finde ich aber sympathisch. Und wenn du definitiv brauchst, ist dieser Kollege hier, ich sage nur 400 mm auf der Vorderachse und ein 4-Kolben Monoblock-Bremssattel, weil wir reden hier von einem bodenständigen Kampfgewicht von 2,2 Tonnen. Ja. Also rein optisch gesprochen, dezent steht definitiv nicht in seinem Vokabular. Aber ich finde, dass er echt nicht schlecht aussieht. Was meint ihr? Vor allem mit den 21 Zoll Schmiedefelgen und dem Performance Blau in Matt. Ja, Optik hin oder her, das ist cool, muss man zugeben. Aber es gibt ja bloß eine Sache. Naja, also unter bezahlbaren Fahrspaß verstehe ich was anderes. Weil wir reden hier von einem Startpreis von 74.900 Euro. Das ist mal so nebenbei gesagt doppelt so teuer als der Startpreis vom i30 End Performance. Und das Ganze als Elektro. Bei dem Preis muss einer aber auch dann wirklich sehr gut sein. Und die Sache, die so ein EV eigentlich immer am besten kann, ist Stillstand und dann dich in die nächste Galaxie katapultieren. Und naja, du denkst hier, das ist ein IONIQ, der wird so 300-400 PS haben, was ja auch schon viel ist. Nee, es sind schlappe 650 PS Systemleistung. Ich sag hier nur, Nissan GT-R hat weniger oder auch der 911er Turbo S hat genauso viel. Wäre auch genau mein Gedanke gewesen beim IONIQ 5, ist ja klar. So, und das probieren wir jetzt mal aus. Fast weh, 3,4 Sekunden von 0 auf 100, 260 km/h Top Speed. Okay, den Termin beim Schönheitschirurgen kann ich glaube ich absagen. Facelift wurde schon erledigt. Moment mal, da, habt ihr das auch gehört oder bin das nur ich? Ich glaube, da wurde bei der Entwicklung ein bisschen zu viel Need for Speed gespielt, weil wir haben hier beim IONIQ 5N ein 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe am Start. Und jetzt sagt ihr, ja genau Gerrit, ne? Bei einem Elektrofahrzeug ein Doppelkupplungsgetriebe. Also es ist kein Doppelkupplungsgetriebe, aber er simuliert es für dich. Ich dachte erst so, ja was soll das schon wieder für ein Gag sein, aber bei jedem Gangwechsel kriegst du einen Kick mit, wie bei einem Doppelkupplungsgetriebe. Und innerhalb
von 5 bis 10 Minuten vergisst du, dass du in einem Elektrofahrzeug drin sitzt, weil sich das so wirklich wie bei einem Hot Hatch anfühlt. Und wenn dir dann ganz langweilig ist, kannst du ihn sogar in den Begrenzer laufen lassen. Achtung! Das heißt, du kannst hier drin komplett eskalieren und die Nachbarn werden nicht sauer. Und habt ihr es auch gehört? Wir haben Schubblubbern. Also ich habe das Gefühl, dass die Hyundai-Entwickler echt viel Spaß hatten an dem Auto. Und einen guten Sinn für Humor. Klar, Soundgenerator ist auch am Start. Der klingt tatsächlich auch genauso wie der Toyota Supra in Need for Speed Underground. Ob man das jetzt gut findet, sei mal dahingestellt. Aber alleine, dass du Zwischengas bekommst und Schubblubbern, ist schon irre. Und der Innenraum ist IONIQ 5. Offensichtlich. Aber dunkel, weil sportlich. Und on top haben wir noch so ein paar nette Details, ähnlich wie außen, wie zum Beispiel performanceblaues Stitching und auch ein paar Zierzielflaggen hier in der Tür oder auch da unten in deiner Pedalerie. Finde ich nett gemacht, lässt das Petrolhead-Herz ein bisschen höher schlagen. Die bekannten Schalensitze sind natürlich auch am Start für 1500 Euro extra. Dafür kriegst du ein beleuchtetes Endlogo und die sind belüftet. Das heißt, wenn du deine maximal 2 Runden auf der Nordschleife abspulst, ist dein Popo immer gekühlt. Und wenn man auch grundlegend mal die Qualität so einordnen, das ist definitiv über dem i30, keine Frage. Aber sagen wir es mal so, es ist noch Luft nach oben. Und der Elefant im Raum ist dieser Kollege hier, und zwar das neue Lenkrad. Mit den ganzen Krawallknöpfen kommt das einem Game Controller also wirklich schon sehr, sehr nahe. Na gut, also das da kann er. Und Feuer. Wow! Aber wie sieht's denn bei dem hier aus? Mit einem Kampfgewicht von 2,2 Tonnen. Und da hat Hyundai mir so ein paar nette Sachen mitgegeben. Zum Beispiel hier elektronisches N-Sperrdifferenzial oder auch N-Drehmomentverteilung. Und das ist fast das Beste hier. Allradantrieb mit Rallye-inspiriertem Handling. Alles leere Marketingversprechen oder kann man das Auto hier tatsächlich wie ein Hot Hatch bewegen? Am Ende des Tages, wenn du so ein Auto kaufen willst, juckt dich eh nicht, was schwarz auf weiß steht. Du willst Resultate sehen. Naja, und die Resultate sind ziemlich irre. Du kannst hier mit einem Elektrofahrzeug wirklich ernst machen in den Kurven. Die Lenkung und das Fahrwerk sind in einem sauberen Einklang. Klar, wir haben den Akku unten im Boden, das heißt tiefer Schwerpunkt. Die Lenkung ist schön und ein bisschen schwergängiger und die Vorderachse ist williger als mancher Osterhase. Das kannst du dir bei so einem 2,2 Tonnen Schiff fast gar nicht vorstellen. Und dann kannst du hier Kurvengeschwindigkeiten fahren, fast auf Sportwagenniveau. Aber auch nur fast, und genau das ist es. Während du hier also wirklich ernst machen kannst, du aber auf eine Kurve zukommst und dann wieder runterbremst, merkst du, dass es dann doch irgendwo ein schweres Alltags-EV ist. Also da kannst du so viele Tricksereien hier einbauen. Die Gesetze der Physik kannst du am Ende des Tages einfach nicht ausschalten. Und da merkst du einfach, dass er dann irgendwo an seine Grenzen kommt. Aber bis dahin, sehr beeindruckend. Das Endkürzel hat der IONIQ 5 mit Sicherheit verdient. Aber wann ist viel zu viel? Ich meine, du hast so viele Möglichkeiten, den Wagen einzustellen, verirrst dich in gefühlt 5000 Untermenüs. Als Beispiel nur der N-Torque Distribution Slider, wo du die Kraftverteilung zwischen den beiden Achsen in 11 verschiedenen Stufen verteilen kannst. Ähnelt mehr einem Videospiel als alles andere.
Und vielleicht liegt da auch die Moral der Geschichte. Ein normaler N-Fahrer, egal ob i30N, i20N oder auch Kona N, wird zu einem doppelt so teuren IONIQ 5N greifen. Nicht. Und das ist auch das, nehmt mich jetzt nicht falsch, es ist ein tolles Auto und die ganzen Features sind absolut genial, aber irgendwo auch so ein verzweifelter Versuch, um die ganzen anderen N-Fahrer abzuholen und ihnen irgendwie diesen Preis von 75.000 Euro schmackhaft zu machen. Und da denke ich mir, das wird auf Dauer, glaube ich, nicht gut gehen. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, ein voll ausgestatteter Golf R kostet ähnlich viel. Und wir kriegen 650 PS. Und das ist absolutes RS6-Niveau. Und der kostet einfach mal das Doppelte von dem. Also, ja, tolles Auto. Preislich gesehen bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Freunde, schreibt doch mal gerne unten in die Kommentare, was haltet ihr vom neuen IONIQ 5N? Würdet ihr sagen, hatte das Kürzel N denn verdient? Und ist dieser Preis von 75.000 Euro gerechtfertigt? Bin mal echt gespannt auf eure Kommentare. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Falls das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns bald wieder in einem neuen Video. Und abonnieren nicht vergessen.